I titled my message. Die Botschaft heißt God and the man. Gott und der Mensch. Amen. Amen. Or you can call it. Oder du kannst God and me. Es auch sagen Gott und ich. And it will come close und to you. Dann wird es für dich persönlich. And you will be able to understand it. Und dann kannst du das verstehen. God and me. Gott und ich. Praise God. Preist dem Herrn. And the first question is. Als erstes stellen wir uns die Frage. Who is God? Wer ist Gott? Who is he? Wer ist er? Is he my brother? Ist er mein Bruder? Is he my biological father? Ist er mein biologischer Vater? Who is he? Wer ist Gott eigentlich? Who is this God? Wer ist dieser Gott? Who is it I'm dealing with? Mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Who is he? Wer ist er? It is important to know who das God ist so is. Wichtig, dass wir verstehen, because wer Gott ist. If you don't know who God wenn du nicht is, weißt, wer Gott ist, you will not stand. Dann kannst du nicht stehen bleiben. Dann wirst du von jedem Wind hin und her geblasen. Of men will weil es so viele Meinungen gibt von Menschen, die dich hin und her werfen. Things around will shake your heart. Was du um dich herum siehst, wird dein Herz you erschüttern. Need to know who God is. Deshalb musst du ganz fest wissen, wer Gott if ist. He is a man, wenn Gott ein Mensch ist, we will say he is a struggling God. Dann sagen wir, er hat ganz schön große Probleme. He has lost control of er all things. Hat einfach die Kontrolle verloren über but alles. You know what Bible says? Aber weißt du, was die Bibel he sagt? The one who sits on the throne, der auf dem Thron sitzt, he will laugh. Der lacht. None of those things move him. Nichts davon erschüttert ihn. Who is he? Wer ist er? Who is this God? Wer ist dieser Gott? He is the creator. Er ist der Schöpfer. Amen. Amen. He is the creator. Er ist der Schöpfer. Where I was born. Wo ich geboren wurde. They said. Da gibt es ein it is dangerous for a boy. Da wird gesagt, es ist gefährlich, wenn ein Junge, a male child, ein kleiner Junge, to say to his father, zu seinem Vater sagt, I was forced to begot a son. Ich habe zuerst einen Sohn zur Welt gebracht oder einen Sohn gezeugt. And if he is the first that begot a son, who then begot him? Wenn er zuerst einen Sohn gezeugt hat, wer hat ihn dann gezeugt? You know, we live in a world, wir leben in einer Welt, that believe they are so smart, wo die Leute denken, dass sie so schlau sind, and God is out of their program. Und Gott ist nicht mehr in ihrem Programm. They have no plan for sie God. Haben gar keine Pläne mehr für they Gott. Have plan for a lot of things. Für alles andere haben sie Pläne. But for the God Almighty, aber für den Allmächtigen they Gott have no plan. Haben sie keine Pläne. They just live for whatever comes. Sie leben einfach so in den Tag hinein. Some live for whatever comes their way. Manche leben einfach und nehmen alles mit, was ihnen and, begegnet. And many are not aware why they are here. Und viele wissen gar nicht, warum sie eigentlich hier auf der Erde sind. Praise God. Preist dem Herrn. Who is God and who are we? Wer ist Gott? Wer sind wir? Can you see Genesis chapter number 1 and verse 1? Wir schauen uns mal an 1. Mose 1 Vers 1. Genesis in chapter number 1. 1. Mose 1 Vers 1. In the beginning man created. Am Anfang schuf der Mensch. Is that what is written? Steht es bei euch so? In the beginning the universe exploded. Am Anfang gab es eine große Explosion im Universum. In the beginning. Hier steht im Anfang. Before the time began. Bevor der Anfang von allem. God created the heaven and the world. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Praise God. Preis dem Herrn. God is the creator. Gott ist der Schöpfer. Say amen. Sag Amen dazu. Not an angel. Gott ist kein Engel. God. Gott ist Gott. Praise God. Preis dem Herrn. And who are we? Wer sind wir? Genesis chapter number 1 and verse 26 through 28.
1. Mose 1, 26 bis 28. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über das, die ganze Erde und über alles kriechende Getier, das auf der Erde kriecht. So, God created man, did not come out of monkey. Also der Mensch God hat sich nicht aus dem Affen entwickelt, man in his own sondern Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. And in the image of God created he him, male and what? Nach dem Bild Gottes schuf ihn als Mann und Frau schuf sie. He created them male and what? Female. Schuf sie als Mann und als Frau. Remember, we're talking about God. Denk dran, wir reden davon, dass Gott den Menschen, über Gott und den Menschen. God and man. Gott und der Mensch. And then we're talking about who is God. I will still move back there. Wir reden auch noch davon, wer Gott ist, und da komme ich nochmal zurück. And who are we? Und wer sind wir? And we discovered that we came out from God. Wir haben also herausgefunden, dass wir von Gott gekommen sind. Amen. Amen. And in verse 28, he said, and God blessed them. Who are the them? The man and his wife. Und Gott segnete sie. Wer ist das sie? Das sind der Mann und die Frau. And God said unto them, be fruitful. He blessed them. He said, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the earth and over every living thing that moveth upon the earth. God gave them the authority. Praise God. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. So the Almighty God has given an assignment to each and every man on earth. Der allmächtige Gott hat also jedem einzelnen Menschen auf der Erde einen Auftrag gegeben. Each and every one. Jedem einzelnen Menschen. There was something we were saying a few days ago. You see the seed inside the orange. Wenn du siehst die Kerne in einer Apfelsine. Very little seed. Ganz klein sind die Kerne. But inside our seed. Aber in diesem Kern is everything. Steckt alles. Everything that has to do with orange. Alles was notwendig ist, damit ein Orangenbaum wächst. The stem, roots, die Wurzeln, der Stamm, leaves, die Blätter, the branches, die Äste, die Zweige, alles ist in diesem kleinen Kern schon drin. And from that little seed und von diesem kleinen Kern comes orange. Kommt die Orange wieder hervor, die Apfelsine. We serve God. Wir dienen Gott. And when he made you, und als er dich geschaffen that hat, little thing, das Kleine inside the womb, da im Bauch drin. You have everything. Du hast alles schon drin. Everything is inside. Alles ist schon in dir drin. That is how he made it. So hat das geschaffen. So there is something about you that is unique. Es gibt etwas an dir, was ganz besonders ist. Listen to me. Hör mal zu. As you are planning, so wie du planst, for 2016, so wie du Pläne machst für nächstes Jahr, make a decision. Entscheide dich. Make a decision. Entscheide dich. I want to discover. Ich möchte what God has planned herausfinden, for was Gott für mein Leben geplant make hat. Make a decision. Entscheide dich. I will not live this way anymore. Ich lebe nicht mehr einfach so weiter wie bisher. Make a decision. Entscheide dich. 2016. I will make a difference. Werde ich etwas bewirken, einen Unterschied machen. Praise God.
Amen. And if you get up to do that, und wenn du dazu aufstehst, God will rejoice. Wird Gott sich freuen. Because he wants you to know who you are. Er möchte, dass du weißt, wer du bist. He blessed them. Er segnete he die did Menschen. Not curse them. Er hat sie nicht verflucht. Did you see here? Hast du hier gelesen? And God said, und Gott sagte, be sick. Seid krank, be crippled, und verkrüppelt, be in pain, und voller Schmerzen, cry all the time, und weint die ganze depressed. Zeit. Seid deprimiert und is negativ. That what is here? Steht das hier bei euch? Nein. This projects the picture of a great God. Das zeigt, wie groß unser Gott ist. That they be on top. Dass der Mensch that oben they, ist. That they rule. Dass er herrscht. That they take control. Dass er Kontrolle übernimmt, Verantwortung übernimmt. God. Das ist unser Gott. He is a good God. Er ist ein guter Gott. Say, thank you, Father. Sag mal, danke, Vater. He has a plan for you. Er hat einen Plan für dich. And this 2016 that we're about to move in. Nächste Jahr, was kurz vor der Tür steht. You get ready. Sei bereit dafür. You get ready. Sei bereit dafür. You failed this year. Wenn du dieses Jahr versagt you say hast, bye bye to failure. Dann sagst du tschüss, tschüss, du Versager. Amen. Amen. You make a decision. Und du entscheidest dich. I have been empowered by God. Ich bin von Gott befähigt. I have been empowered. Ich bin von Gott befähigt. Und du auch. He blessed them. Er hat sie gesegnet. He did not say, er hat nicht gesagt, let them be under. Ach, die sollen ganz unten sein. No. Nein. He said, let them subdue. Er sagt, sie sollen untertan machen. Let them fill the earth and subdue. Die Erde füllen und sie und sich untertan machen. Let them have dominion. Sie sollen herrschen. That is our God. Das ist unser Gott. That is our God. Das ist unser Gott. That is his dream. Das ist sein Traum. It is not his will that you will be in pain. Es ist nicht sein Wille, dass du in Schmerzen bist. It is not. Es ist überhaupt God nicht sein Wille. Joy for Gott everyone. Hat Freude für jeden von euch geplant. He wants you fulfilled. Er möchte, dass du erfüllt he bist. Is a good er ist ein guter Gott. He is good. Er ist gut. He is absolutely er ist absolut gut. Say amen. Sag Amen dazu. Because when we ask the question, why did he create man? Warum hat er denn den Menschen geschaffen? For fellowship. Um Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben. Amen. To have fellowship with man. Um Gemeinschaft mit dem Menschen and zu that's haben. What the Bible says. Deswegen sagt die Bibel, that God will come down in the cool of the day to Gott, have fellowship with mankind. Gott in der Kühle des Abends herunterkam, um einfach Gemeinschaft mit den Menschen zu for haben. Weeks I have been talking about this. Seit einigen Wochen spreche ich schon darüber. It is difficult for this man, little brain, to understand. Und mein kleines Gehirn kann das nicht verstehen. Why the Most High God, who has angels that cannot be put into number, you can't number them, they are uncountable, but he still came down from heaven. For a mortal man. Warum ein Gott, der so viele Engel um sich herum hat, die man noch nicht mal zählen kann, warum er runtergekommen ist für einen sterblichen Menschen? What is special about you and me? Was ist denn so besonders an dir und the mir? God will come down from dass heaven. Gott selber herabkommt auf die Erde. Just for us. Einfach für uns. And how will God come down? Wie kommt Gott herab? Looking for fellowship. Und er sucht nach Gemeinschaft and you have no time for him. Mit uns und wir haben keine Zeit für ihn. Make a decision. Entscheide dich. Say, Father, I want to go into 2016. Vater, ich möchte ins Jahr 2016 hineingehen. I want everything. Ich möchte alles. I want everything. Ich möchte everything you have for me. Alles, was du für mich I hast. I want them. Ich möchte das. I'm not letting anything pass by. Ich lasse das nicht mehr an mir vorbeigehen, was du hast. You know, most of the times, oft we tell stories. Erzählen wir Geschichten. You know, God, oh, weißt du, Gott, I prayed and I prayed and I prayed. Ich habe gebetet und gebetet und gebetet. And nothing happened, God. Und es ist nichts passiert. I prayed. Ich habe gebetet. I sought your face. Oh, ich habe dich gesucht. I fasted. Ich habe gefastet. And you did nothing. Und du hast nichts gemacht. Wow. Wow. So you are more righteous also, than God. Du bist also gerechter als Gott. Preis sei Gott. See, schau. If you hear, wenn du hier bist, if the only time, wenn die einzige Zeit, you remember your partner, wo du an deinen Partner denkst, it's when you are in need. Nur der Zeitpunkt ist, wo du selber Hilfe brauchst. It may not go well. Dann wird es vielleicht nicht gut gehen. Praise God.
Preis sei Gott. If the only time you remember God, wenn du nur an Gott denkst, is when you are in need, wenn du selber Not hast, you may cry. Dann wirst du vielleicht weinen. It may not happen at that moment. Vielleicht passiert es in dem Moment nicht. Praise God. Preis I want sei to Gott. Develop ich möchte, dass du wirklich eine Beziehung, eine Gemeinschaft entwickelst. Du brauchst eine Gemeinschaft mit Gott. Amen. Amen. Fellowship with Gemeinschaft God. Mit Gott. Fellowship. Gemeinschaft. Man broke that relationship. Der Mensch hat diese Gemeinschaft gebrochen. With God. Mit Gott. But such a love. Aber so eine Liebe hat Gott, He came. Dass er gekommen ist. I read, I think a few months ago, I read vor paar Monaten about a lady von einer Frau gelesen, that was preparing for her marriage, they planned everything, die sich vorbereitet hat für ihre Hochzeit. Everything had been planned. Alles war vorbereitet. Everything. Alles war They've vorbereitet. Hired a place. Das war schon, der Ort war schon gemietet. Money. Excuse me, thousands of dollars were viele spent. Dollar wurden schon ausgegeben, um das alles vorzubereiten. For refreshment. Für das Essen wurde gesorgt. And a day before the wedding. Und ein Tag vor der Hochzeit the guy said he's not gonna marry again. Sagte der Mann zu seiner Frau, ich heirate dich nicht mehr. You know what he did? Weißt du, was er gemacht hat? The mother of the lady said, was sie gemacht haben, die Mutter der Frau hat gesagt, paid everything had been done. Alles bezahlt, ist alles organisiert. They went to homeless people's home. Dann sind sie zu obdachlosen Häusern gegangen. And this good food. Und haben dieses gute Essen. Those guys were eating and they were happy. Dieses Essen verteilt und diese Obdachlosen, die haben sich gefreut darüber, dass sie sowas Gutes zu essen hatten. Do you think? Denkst du? Now that lady, dass diese Frau without God, ohne Gott will ever consider that guy again? Jemals wieder an diesen Mann denken würde? Now, nun, I want you to understand möchte ich, dass du verstehst about God. Wie Gott ist. That is why anytime I talk about this, I call it the greatest love story deswegen ever. Nenne ich das immer, dass die allergrößte Liebesgeschichte, wenn ich darüber rede. Er hat den Menschen geschaffen, hat ihn in ein Paradies gesetzt. He had everything. Und der Mensch hatte everything. Alles. Der hatte alles. And mankind und der Mensch decided hat sich to entschieden, walk away from this von diesem herrlichen glorious, majestic thing, paradise place that God prepared. Von diesem herrlichen Ort, den Gott für ihn vorbereitet hat, wegzugehen. And God in his love und Gott in seiner Liebe went after man. Ist dem Menschen nachgegangen. Praise God. Preis sei Gott. He went after man. Er ging dem Menschen nach. That is the reason for Christmas. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir Weihnachten feiern. That God came. Gott ist gekommen. He came as a man. Er kam als Mensch auf die Erde. It's the greatest love story. Das ist wirklich die größte Liebesgeschichte. He came. He did not say, er hat nicht gesagt, you are banned forever. Also für immer seid ihr verbannt. He told the enemy, er hat dem Feind gesagt, the seed of the same woman, der Nachkomme dieser Frau will bruise your head. Wird deinen Kopf zertreten. Praise God. Preis sei Gott. This God, dieser Gott, there's none like him. Er ist einmalig. Es gibt keinen anderen wie er. Amen. Amen. And you need to know this, und das that he loves wissen. You. Er liebt dich. He wants you. Er will dich. Maybe your parents told you vielleicht you were not planned. Haben deine Eltern dir gesagt, ja, du warst überhaupt nicht geplant. You are not the child we thought would come. Wir dachten nicht, dass wir dich kriegen. The way you came into this world was not just our plan and also, so on and so forth. Also, es war einfach ein Unfall, deswegen bist du entstanden. Forget what they told you. Vergiss, was die dir God erzählen. Planned your arrival. Gott hat deine Ankunft geplant, in. Bevor du gekommen you know bist. Why? Weißt du warum? He has a plan. Weil er einen Plan für dich hat.
Do your best to discover. Tu dein Bestes herauszufinden, was er denn für dich vorhat. I tell you, eternity will celebrate you. Ich sag dir, die Ewigkeit wird dich feiern. That you discover who you are. Dass du entdeckst, wer du bist. And pursue the course. Und dass du dem nachgehst. And don't let anything discourage you. Und lass dich durch nichts entmutigen. You are different. Du bist anders. You are special. Du bist etwas ganz Besonderes. He blessed them. Er hat sie gesegnet. He has blessed you. Er hat dich gesegnet. Amen. Amen. The Bible says God has blessed us with all spiritual blessings in Christ Jesus. Die Bibel sagt, dass Gott uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in Christus Jesus. He will not. He has done it. Es ist nicht, dass er das irgendwann tun wird. Er hat es bereits we getan. We just need to step into the blessing. Wir müssen einfach da nur hineingehen in diesen Segen, den er hat für uns. Praise God. Preis dem Herrn. Praise God. Preis dem Herrn. You know, most of the time, some people believe that. Manchmal denken die Leute. You can. There are different ways to go to God. Es gibt einfach verschiedene Wege zu Gott. That's not true. Aber das stimmt nicht. There's only one way. Es gibt nur einen einzigen Weg and zu Gott. Way is Jesus Christ. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Say amen. Sag Amen. See John chapter 14 verse 6. Johannes Kapitel 14 Vers 6. Jesus is not one of the ways. Jesus ist nicht einer der Wege. He is the only way. Er ist der einzige Weg. He is the only way. Er ist der einzige Weg. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. You want to know the way to God? Jesus. You want to know about the truth? Jesus. You want to know about life? Jesus. He said, no man cometh unto the Father but by me. Und hier steht in Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Du willst den Weg kennen, das ist Jesus. Du willst die Wahrheit kennen, das ist Jesus. Du willst das Leben kennen, das ist Jesus. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. No other place. Es gibt keinen anderen no Ort. Other way. Es gibt keinen anderen Jesus Weg. Is the Jesus only way. Ist der einzige Weg. He is the only way. Er ist der einzige Weg. I want to tell you, ich möchte dir sagen, you see, like, weißt du, we have people that are known all over the world. Wir kennen, also das sind Menschen, die sind auf der ganzen Welt bekannt. Maybe because of the giftings they have. Weil sie ein besonderes Talent haben. You know what? Weißt du was? They discovered who they are. Sie haben entdeckt, wer sie sind. Amen. Amen. You talk about Bill Gates. Wenn du von Bill Gates sprichst, he discovered who he is. Er hat herausgefunden, wer er ist. He didn't give up that he was a dropout. Er hat nicht aufgegeben, weil er die Schule hingeschmissen hat. You would have said, you know, er hätte auch sagen können, I can't fit in the society also, anymore. Ich passe nicht mehr zur Gesellschaft dazu. But he knew, aber er wusste, right on the inside, in sich drin, there's something. Dass da etwas in ihm steckt. He pursued his course. Er hat einfach seinen Weg gefunden. At least if you've never seen Bill Gates, you've thought about it. Aber wenn du auch noch nie Bill Gates gesehen hast, du hast seinen Namen schon mal gehört. And the world is waiting to hear about you. Und die Welt wartet darauf, von dir zu hören. Praise God. Preis sei Gott. There's something special about each and every one of us. Da ist etwas Besonderes an jedem von uns. Amen. There's something special. Es gibt etwas Besonderes an don't jedem copy, von uns. Don't copy others. Du musst nicht andere kopieren und nachmachen. Who is gonna copy you if you keep copying others? Wer kopiert dich, wenn du immer andere nur nachmachst? Go to God. Geh zu Gott. I wanna know who und you made frag, me. Herr, ich möchte wissen, wozu du mich geschaffen hast. You witness glory. Dann wirst du seine Herrlichkeit you will stand sehen. Before God, I say, Father, dann wirst du vor Gott stehen und sagen, Vater, thank you for helping me. Danke, dass du mir geholfen everybody hast. Will not be preacher. Nicht jeder wird predigen. Not everybody will be a preacher. Nicht jeder wird ein Prediger. But there are people who are aber made es gibt to help preachers and help with the preaching of the gospel. Es gibt Leute, die sind einfach geschaffen, dem Prediger zu helfen und dazu helfen, dass das Evangelium gepredigt wird. You need to discover first. Aber finde zuerst heraus. Praise God. Preis sei Gott. I remember in those days ich weiß noch damals, playing, you know, wo wir gespielt football. Haben, Fußball gespielt haben. There's a guy that is playing in the defense. War einer, der war in der Verteidigung. And he wanted to go score because aber er wollte unbedingt ein Tor schießen, weil das ihm so gefallen hat. And he's gonna go. Und er geht vor. There's no, he's not talking with anybody. He just want to go where also ball goes. Er spricht sich dann nicht mit jemandem ab, sondern geht einfach vor. Where ball goes. Wo der Ball hingeht. And when he misses it.
Und wenn er daneben schießt oder das verpasst, walking back. Dann läuft er zurück. And he will cause problems. Und dadurch verursacht er große he Probleme. Forgot that he's very important in the team. Weil er vergessen hat, dass er sehr wichtig ist im Team. That he's made to defend. Aber seine Aufgabe ist his die Verteidigung. I'm not to abandon them. I want to do one thing and do the other one. Er soll sein Team verteidigen, nicht dass er irgendwo woanders hingeht und sein eigenes Ding durchzieht. Please. Bitte. Discover who you are. Entdecke, wer du bist. He blessed you. Er hat dich gesegnet. He has blessed you. Er hat dich gesegnet. Go through Jesus. Geh durch Jesus. Not through other way. Nicht durch einen anderen Weg. And you will see you. Und du wirst dich finden. And when you discover the you that God has made. Und wenn du herausfindest, wozu Gott dich geschaffen hat. You will be happy. Dann wirst du dich freuen. Nothing. Nichts will be able to stop you. Kann dich aufhalten. And that is why Paul said. Deswegen sagt ja Paulus. If God wenn be Gott for us. Für uns ist. Who can be wer kann dann gegen uns sein? Nobody. Niemand. Praise God. Preis dem Herrn. So get to do that also, which God has called you to do. Fang wirklich an, das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Amen. Amen. Praise God. Preis dem Herrn. And the one way to discover that is through Jesus Christ. Und eine Möglichkeit, der eine Weg, wie du es herausfinden kannst. And I want to encourage you. Und ich möchte dir not to sagen, follow God by what someone has said. Folge nicht Gott wegen dem, was du von anderen gehört hast. Always try to check those things you heard from people. And not to take them as the last word and you follow what they said and you make mistakes. Sondern prüfe immer das, was du von anderen hörst und geh nicht einfach mit dem, was andere dir sagen, ohne nachzudenken. If you live by what people say, wenn du danach lebst, was Menschen sagen, you fail. Dann wirst du versagen. I tell you, das sage when ich it has to do with spiritual things, gerade bei geistlichen Dingen, you have to live by what the word of God says. Lebe nach dem, was das Wort sagt. If you want to know the true nature and character of God, wenn du Gottes wahre Natur und seinen wahren Charakter kennenlernen möchtest, the Bible tells us. Dann findest du das in der Bibel. And I want to encourage you. Ich möchte dich ermutigen. It's good to listen es ist to gut, preaching Predigten anzuhören, im Fernsehen, im but this, if this Internet. Is the only source, aber wenn das deine einzige Quelle ist, you pick here, wo du hier was pick nimmst there, und da was pick nimmst everywhere, und da überall was nimmst, I can assure you, dann kann ich dir sagen, ah, this man of God ja, said, dieser Mann Gottes hat gesagt, what he said, was er sagt, does that agree with what stimmt God is das saying? Auch mit dem Wort Gottes überein? Praise God. Preis sei Gott. If what you are doing is just because of what someone else says, not what you heard from God, I tell you, you're not going to make it. Wenn du etwas tust, nur weil ein Mensch dir das gesagt hat und nicht weil Gott es dir gesagt hat, dann weiß ich nicht, wie du das schaffen willst. The Bible says, die Bibel sagt, that was God. He said, far be it from me that I will not honor them that honor me. Gott sagt, es sei ferne, dass ich nicht die ehre, die mich ehren. Is a question. Das ist eine Frage. Do I honor God? Ehre ich Gott? You know, I'm not a pastor. Ja, du weißt, doch, ich bin kein Pastor. Pastoren, die haben einfach die Aufgabe, Gott zu suchen. Really? Wirklich? Praise God. Preis sei Gott. You're born in a family, all of us. Jeder von uns ist in einer Familie geboren. And wir you alle. Have siblings. Du hast Geschwister. If they are little, wenn die klein sind, different. But when anderes. They are grown, aber wenn die größer werden, they are members of this family and they're going to be part and do what everyone is doing. Sie amen. Gehören God. Genauso zur Familie und die müssen genauso Aufgaben übernehmen. If you train your kids, wenn du deine Kinder erziehst, okay, they eat food, die essen, you cook, du kochst, you give them to eat, du stellst das Essen and hin, and they are done eating, sie sind fertig mit dem Essen, they got up with their mobile telephone and begin auf. To play. Mit dem Mobiltelefon in you der Hand the table, du you machst do everything. Den Teller sauber, du machst alles wieder sauber, sorry. Dann tut es mir leid für dich. Praise God. Preis sei you Gott. Could tell them what they're supposed to be doing. Du sagst ihnen, was sie tun sollen. So you don't think that you are just, you know, du denkst nicht, dass du, ja, I'm a Christian, ich bin ein Christ. I'm born again. Ich bin von neuem geboren. That is good. You're welcome. Das ist sehr gut. Herzlich willkommen. But what comes next? Aber was ist der nächste Schritt? Very important. Das ist sehr wichtig.
Praise God. Brethren, there's something I believe. Es ist etwas wichtig, was ich glaube. I believe it is very, very necessary to tell people. Ich glaube, es ist sehr wichtig, what they were saved from. Den Menschen zu sagen, wovor sie errettet wurden. We were saved. Wir wurden errettet. From something. Wir wurden vor etwas errettet. From wrath to come. Von dem from zukünftigen Zorn vor dem Gericht Gottes. We were saved from hell. Wir sind errettet aus der Hölle heraus. Amen. Amen. And if we were saved from hell, und wenn wir errettet sind von we der need Hölle, to have at the back of our mind, dann müssen wir daran denken, that this God who saved us, dieser Gott, der uns gerettet hat, we owe him. Wir schulden ihm etwas. Amen. Amen. We owe him wir schulden ihm to etwas. Live for him. Und zwar, dass wir für ihn leben. And we need to know what salvation cost wir müssen wissen, was Errettung Gott gekostet hat. Salvation Errettung cost God hat Gott alles gekostet. Everything. Alles. Praise God. Preis dem Herrn. If you read John chapter number 1, wenn du liest Johannes 1, you will understand what I'm saying. Dann verstehst du, was ich sage. The Bible says die Bibel sagt, that the God who made, could you go to chapter number 1, from verse 1 through 5, and then we jump to verse 9, 10, 11, 12. Praise God. Wir lesen mal Johannes 1, 1 bis 5, und dann springen wir zum Vers 9. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Praise God. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. The same was in the beginning with God, talking about Jesus Christ. Dieses war am Anfang bei Gott, und es geht hier Jesus Christus. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In him was life. In ihm war Leben. And the life was the light of men. Und das Leben war das Licht der Menschen. You can't do it another way. Es gibt keinen anderen Weg. It has to be through him. Es muss durch ihn geschehen. And the light shines in the darkness, and the darkness comprehended it not. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Now look at this. He's talking about Jesus. He said, and he was in the world, and the world was made by him, and the world knew him. Und jetzt Vers 10. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. I don't know. Ich weiß nicht. I don't know how you relate to God. Ich weiß nicht, wie du eine Beziehung mit Gott hast oder welche Beziehung du mit Gott hast. This is one of the things that das ist etwas, when I think about it, wenn ich darüber nachdenke, my heart melts. I say, dann schmilzt mein Herz. Ich sage, does he need me to leave? Braucht er mich, damit er Gott weiterlebt? Does he need you to leave? Braucht er dich, um zu leben? No. Nein. No. Nein. He was in the world. Er war in der Welt. The world was made by him. Er hat die Welt geschaffen. And the world knew him aber not. Die Welt erkannte ihn nicht. Put it this way. Stell dir das mal so vor. You are a wealthy man. Du bist ein wohlhabender Mann. And you have a big company. Du hast eine große Firma. And you went to your company. Und dann gehst du in deine Firma rein. Just to inspect how things are going. Einfach um mal zu schauen, wie alles läuft. And one of the workers. Und einer der Arbeiter. Came to you and asked, "Who are you?" Komm zu dir. Wer bist du? What are you doing here? Was machst du hier? Oder was machen Sie hier? I can assure you. Ich kann dir versichern. Human nature. Die menschliche Natur. Die menschliche you Natur. You call the manager. Er wird den Manager, den Vorgesetzten rufen. And say to him in few minutes. Und sagt, in ein paar Minuten. I don't want to see this guy again here. Ich möchte diesen Mitarbeiter nicht mehr bei mir haben. He was in the world. Er war in der Welt. The world was made by him. Er hat die Welt gemacht. And the world knew him. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Verse 11. Vers 11. He came unto his own. He's also come to you. Er kam in das Seine. Genauso ist er zu and dir gekommen. His own received him not. Und die Seinen nahmen ihn nicht an. They received him sie not.
Er nahmen ihn nicht an. God has come to you. Gott ist zu dir Time gekommen. And again he, Immer wieder he comes to ist er, kommt er zu dir. And you don't know God is the one talking to you. Und du weißt nicht, dass Gott zu dir spricht. Like right now as you're sitting down, so wie du jetzt da sitzt, God is talking to you. Spricht Gott zu He's dir. Telling you, und er sagt do dir, you know what? Weißt du was? You were special. Du bist was Besonderes. Do you know what? Weißt du was? Don't let yesterday hold you back. Lass dich nicht durch deine Vergangenheit zurückhalten. You know why? Weißt du warum? Because nobody walks back to Denn eternity. Niemand geht rückwärts in die Ewigkeit hinein. Eternity is forward. Sondern es geht immer vorwärts. It does not matter how you think about 6 a.m. today. Es ist egal, wie du heute früh um 6 denkst. You're not going to move the hand of the clock back. Du kannst nicht die Uhr zurückdrehen und die Zeit wiederholen. The only thing that is going to help you. Das Einzige, was dir helfen wird, is to look ahead. Ist, du geradeaus schaust, And that's what Paul said. So sagt es auch Paulus. Those things that are behind das, me. Das, was hinter mir ist. He said, I forget them. Das vergesse ich And I einfach. Praise forward und ich dränge to the mark of the high calling um of God. Die hohe Berufung, den Preis der hohen Berufung zu empfangen. Und genauso hast du eine hohe Berufung vor dir liegen. Time, wenn du dir Zeit nimmst, because he has come to denn you, er ist zu dir gekommen. And him, Lord, und, er, und du sagst dann zu ihm, I'm not an accident here. Herr, ich bin hier kein Zufall. Nein, ich bin kein Zufall. Lord, I want you to guide ich my step. Möchte, dass du meine Schritte lenkst. Amen. You will see God. Und du wirst Gott dann But sehen. But if the only time you remember God, aber wenn du nur an Gott there denkst, are guys, they go to work. Es gibt Leute, die gehen zur Arbeit. They have no time. Haben keine Zeit. No time for God. Also haben absolut keine Zeit They für Gott. They do this work, do the other work. Diese Arbeit machen, diese Arbeit. I tell you, you ask them, when do you go to fellowship? You say, dann fragst du, wann gehst du in den Gottesdienst mal? Es geht nicht. Ich muss meine Rechnungen bezahlen, muss arbeiten. And then their prayer is inside tram. Und in der Straßenbahn beten sie noch. Father, in Jesus name, Vater in Jesu Namen. You know, weißt du? Vater, I don't know when this situation nicht, will be ich over, weiß nicht, wenn es irgendwann mal aufhört, das Ganze. Spend time for you. Also wenn ich mal mehr Zeit habe, dann verbringe ich auch Zeit mit dir. Praise God. Preis sei Gott. And the thing continues. Und das geht immer so weiter und so He weiter. Wants you to spend quality er will, time. Dass du wirklich richtige, wertvolle Zeit mit you ihm know verbringst. Internet? Internet. Weißt du, das Internet, All of us will go to Internet. Wir alle gehen ins Internet. But you have to control your Internet. Aber du musst dein Internet kontrollieren. Or your Internet will control Sonst kontrolliert dich das Internet. Because you're going to spend hours Denn du kannst Stunden damit verbringen. Facing book. Facing book. Exactly. You facing book on Internet. Du siehst da so viele Sachen. Tweeting. Du and Instagramming. Und gehst zu Instagram. You know, all of this, you all spend diese ganzen hours Profile und Plattformen, ganze Stunden mit verbringen. To pray, aber wenn no du beten time. Sollst, nee, keine Zeit. Plus God minus devil. Plus Gott minus den Teufel. And you call it prayer? Und das ist dann dein Gebet? That is not prayer. Nein, das geht nicht. You see, before they call someone professor, bevor sie jemanden Professor nennen, you pay for it. Dann weißt du, dass der dafür bezahlt hat. Amen. Also investiert hat. You a doctor? Du bist ein Doktor. You gotta pay for it. Dann musst du was da rein investieren. Praise God. Preis sei Gott. Not paper. Someone gave you paper. You got to defend it. Nein, nicht, dass du nur einfach irgendeinen Zettel abgibst. Nein, du musst das verteidigen. And we spend this time. Du musst diese ganze Zeit investieren. It's good, but what do we do? Es ist gut, aber was tun wir? To God, wenn es um Gott geht. Give him all the excuses. Da bringen wir dann alle unsere Ausreden hervor. I don't think it will take you far. Ich denke nicht, dass du damit weit kommst. You, ich bitte dich also, plan for 2016. Dass du 2016, dass du dir Pläne machst. If God says this is what I am, this is what I'm going to be. Das, weil wenn Gott sagt, das bist du, dann sage ich ja, genau, das bin ich. If your dreams wenn deine Träume are yet to come, noch nicht sich erfüllt don't haben, let disappointment of yesterday dann lass nicht zu, dass die Enttäuschung von gestern you. Dich aufhält. Our God, unser Gott he is alive. Ist ein lebendiger Gott. He can take even your mistakes and turn it around. Er kann selbst aus deinen Fehlern etwas Gutes hervorbringen. Praise God.
Preis dem Herrn. Praise God. Praise God. Preis sei Gott. Always think about it. Denk immer darüber nach. In anything you're doing. In allem, was du tust. I'm here as a stranger. Ich bin hier als ein Fremder. Amen. Amen. You are a stranger. Du bist genauso ein Fremder if hier God comes, auf der Erde. Wenn Gott you kommt, don't tell me, wait, I dann need sagst to du dich, warte mal, ich muss noch was schnell erledigen. You don't do that. Nein, das machst du nicht. And I want to beg you, und ich möchte dich bitten, always remember dass this, du immer daran denkst, that you are a stranger, dass du ein Fremder and bist. Very soon, sehr bald and someday, und eines Tages wirst du diesen Ort hier verlassen. And when the time comes, und wenn die Zeit gekommen if you've not been able to do it, und wenn du das noch nicht gemacht hast, you won't do it again. Dann kannst du das nicht mehr so always noch have tun, God sondern deshalb hab immer Gott before you. Vor dir. I know a lot of people say, oh God, viele Leute sagen, oh I've Gott, done this, I've done that, ich habe done das getan und das getan and nothing is happening in my und life. Nichts passiert in meinem Leben. I want to tell you, ich sage dir, if God should give us what we deserve, wenn Gott uns das gibt, was wir verdienen, we deserve judgment. Dann würden wir Gericht verdienen. But his love aber seine Liebe took our judgment hat unser Gericht, and placed it on Jesus. Unser Urteil von uns weggenommen und auf Jesus what gelegt. A God was für ein Gott, was für ein Retter. This God dieser is Gott good. Ist ein guter he didn't Gott. Give us what we deserve. Er hat uns nicht das gegeben, was wir he verdienen. Gave us his love. Er hat uns seine Liebe gegeben. Praise God. Preist dem Herrn. Praise God. Preist dem Herrn. I want to see finally Ephesians chapter 2, verse 3. Zum Schluss Epheser Kapitel 2, Vers 3 anschauen. Kapitel 2, Vers 3. The Bible said, was talking about the children of disobedience. It said, among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Und hier geht es um die Söhne des Ungehorsams. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. But do you know what? Aber weißt du was? God took all the judgment. Gott hat das ganze Urteil genommen. And punishment of humanity. Alle Strafe, die auf der Menschheit and lag. And placed it on his son Jesus. Sie auf seinen Sohn Jesus gelegt. And then we can be und saved. Wir können gerettet werden. God. Wir können God. Gott. And man. Gott und der Mensch. God. Gott. Made us. Hat uns geschaffen. God. Gott has a great dream hat einen großen Traum for you, für dich for me. Und für mich. He wants you well. Er möchte, dass es dir gut geht. Praise God. Preis sei Gott. God wants you Gott happy. Möchte, dass du glücklich he bist. Wants you healed. Er möchte, dass du geheilt he bist. Does not want you to be in pain. Er möchte nicht, dass du Schmerzen he hast. Wants you to be happy with your family. Er möchte, dass du dich mit deiner Familie freust. He wants you er will, dass du glücklich God bist. Wants you Gott happy. Will, dass du glücklich God bist. Has blessed Gott you. Hat dich gesegnet. He has. Er hat dich amen. Gesegnet. Amen. He has blessed er hat dich gesegnet. And he wants you to accept und er will, dass du das annimmst. He wants you to take it in. Er will, dass du das aufnimmst. He wants you to meditate er will, on what he dass says. Du darüber nachsinnst, was not er sagt. On what someone else nicht, is saying. Was jemand anders sagt. They may call you a failure. Vielleicht nennen sie dich Versager. But God is not calling aber you a failure. Gott nennt dich nicht Versager. He's calling you a blessed. Er nennt dich gesegnet. You are blessed. Du bist this gesegnet. Is what God says. Das ist was Gott and sagt. If God sees you this wenn way, Gott dich so then sieht, see yourself the same dann way. Sieh dich genauso. And you can't just use und what God has blessed and give it to the devil. Einfach das, was Gott gesegnet hat, make, dem Teufel geben. Make way for God. Bereite einen Platz für Gott, to walk in your life. Dass er in deinem Leben handeln kann. Können wir bitte alle aufstehen?